Ja, guten Abend, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Days the Diver Stream. Ja, es gab heute, Stand, welcher Tag heute ist, 17. August, ein Update bei Days the Diver, der in das Spiel erkennt jetzt endlich meinen Controller an. Also, es weiß jetzt endlich, dass es ein PS4-Controller ist, den ich in der Hand halte. Es gab ein paar Balance-Updates und die Option jetzt, dem Teil zu sagen, welchen Controller man nutzt. Es erkennt sogar den Switch Pro-Controller. Ja, des Weiteren, etwas, das ich mehr oder weniger hier als Update meinerseits betrachte, ab sofort mache ich eine halbe Stunde länger bei Dave the Diver, aber dafür streame ich es nur noch einmal die Woche. Was man auch beim Twitch-Zeitplan schon sehen kann. Zumindest beim jetzigen Stand. Weiß nicht, wann es bei YouTube erscheint, das Video. Aber beim letzten Mal hatten wir ein bisschen unten bei den Seevolk geholfen. Heute ist der Quallentag, deswegen wollte ich heute noch nicht weitermachen, was da unten mit der Story ist, sondern erstmal den restlichen Tag jetzt erstmal nur Quallen fangen. Und bevorzugt diese Wurzelmundqualle. Die ist auf jeden Fall mein Ziel heute. Ach, und letztes Mal haben wir auch diese Seeengelkönigin vernichtet. Und seitdem arbeitet die Kleine für uns, die mit den Viechern zu tun hatte. So. Ich habe bei dir einen Tintending gekauft. Ich will nun kurz in der Marienka-App gucken. Wurzelmundqualle. Die mag es nur tagsüber. In einer Tiefe von 50 bis 130 Metern. Das heißt, das wird die Gegend sein, wo wir jetzt suchen gehen. Und wir werden ja auch nicht wirklich tief tauchen. Wir werden in 130 Meter, da sind auch noch ein paar Quallen, die nehme ich auf jeden Fall mit, die Quallen holen will. Oh, Sequenz. Der war ja schon wieder. Du willst mich nicht essen, oder? Du siehst aus, als hättest du da so leichte Probleme. So im, Flossenbereich. Ich glaube, er will mir etwas mitteilen. Ich sollte seine Schreie aufzeichnen und Ellie dazu befragen. Eine weitere Nebenquest? Hat er die Schreie jetzt einfach aufgezeichnet? Ich weiß es nicht. Ich kann gerade nicht Pause drücken. So, Seepferdchen sammle ich weiter ein. Ja, toll, der Quietschhammer des Todes. Da unten, da waren Quallen. Wir nehmen alles mit, was Quallen ist. Und wir nehmen nichts anderes mit, weil heute ist die Quallennacht und die Quallen sollen ja ultra viel heute wert sein. Man erkennt so schwer, welche Seepferdchen da jetzt eigentlich rumschwimmen. Ja, das Dickbauchseepferdchen, das hatte ich zum Beispiel noch nicht. Habe ich die Sardinen schon? Nee. Vor allen Dingen war es eine Makrele. Das ist auf jeden Fall eine der Korallen, die ich holen muss. Oh, richtig. Ich habe vergessen, dass ich Korallenbrei für den Seevolk-Angehörigen in der Werkstatt brauche. Meine Zutaten sind besammelt, also werde ich Bancho um die Zubereitung bitten. Aber einen Stein und keine Scheu hineinzusetzen. Da sind Qualis. Den Beinknochen, den habe ich so lange gesucht. Was habe ich denn hier gefunden? Ist das ein Gebäude des Seevolks? Die Tür ist verschlossen. Ich
Hier ist bestimmt irgendwo noch Munition. Die Rippenquallen sind auf jeden Fall einiges wert. Die bleiben alle im Inventar, die werden keine Zutat. Auftrag aktualisiert, Wahlschreie. Oh, hi. Was willst du jetzt fangen? Oh, der Strom wird stärker. Heute Nacht wird höchstwahrscheinlich die Kreatur auftauchen, von der man die super seltene Bosskarte hält. Ist jetzt mal irgendein Sammler deswegen nicht total aufgeregt? Nicht wirklich. Hoho, wenn du am Abend losziehst, wirst du den Wirbel sehen, den der Sturm erschaffen hat. Du wirst die Kreatur finden, sobald du im Wirbel bist. Ich würde selbst gehen, wenn meine Tauchfertigkeiten besser werden. Zu schade. Dann wünsche ich dir Glück. Hoho. Habe ich nur heute die Möglichkeit? Oder steht da generell? In einer stürmischen Nacht muss ich in die Schule. Das heißt, ich muss das nicht heute tun. So, Eco-Watcher, ich habe endlich deinen Beinknochen. Nach 10 Jahren. Und ich will da alles dreimal. Bis 130 Meter. Ich hatte echt kein Glück mit der Wurzelmundqualle. Was habe ich denn sonst noch Neues? Ach so, die ganzen Seepferdchen. Da fehlen auch nicht mehr viele. Irgendwas übersehe ich hier die ganze Zeit. Ach, den Sägebarsch. Den Stachelrochen, den ich mal gesehen habe. Karettschildkröte. Das ist, glaube ich, ein Koboldhai. Und ich habe eine neue Musik. Ach so, mit Markis Vater. Das stimmt ja, da war ja was. So. Dann machen wir mal Quallen-Sushi heute. Heute gibt es nur Quallen. Sollte mir auch mal langsam immer was im Dekor kaufen. Also ja, sie arbeitet jetzt für uns. Ich werde eine großartige Köchin werden und mein Papa wird stolz auf mich sein. Wenn Ban schon nicht zu streng mit dir ist. Korallenball, den habe ich schon mal gemacht. Ja, es gibt noch einen kranken Seevolk-Angehörigen. Hier ist die Zutat. Na gut, dann gib mal rüber. Hier, Korallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die gut schmecken. Danke dir, Banjo. Toll, das kann ich zu den Seevolk-Angehörigen in der Werkstatt mitnehmen. Wo ist meine Katze? Ich sehe sie nirgendwo. Ja, der wird sein Gericht nicht bekommen. Ich helfe auch beim Servieren. Das perfekte Bier. Die macht das wesentlich besser als ich. Ich mach mal sauber. Hm.
Ich muss das Wasabi auffüllen. Hat die mehrere gleichzeitig bedient? Okay, wir haben nicht 100% alles verkauft, aber es ging ja darum, das Maximum rauszuholen. Vielleicht hätte ich die Spiegelquallen weglassen sollen. 7.900! Ich krieg einen Orgasmus von nicht sehen, was der Gewinn ist. Und schon wurde es pervers. Wie Auftrag gescheitert. Ich dachte, ich kann in der nächsten stürmischen Nacht einfach dahin. Vielleicht ergibt sich die Chance nochmal. Eine Sache, die wir jetzt zuerst machen. Das kleine Kind kriegt jetzt erstmal eine Förderung ihrer Talente. Leo kann ja mit dem nächsten Training... Nee. Ich dachte, er würde eine Fähigkeit dazu bekommen. Maki ist echt nur fürs Kochen da. So, du kriegst noch einmal Training. Und mit der nächsten wird die Kochfähigkeit nochmal erweitert. Das ist aber das letzte Training, was sie jetzt erstmal bekommt. Und damit die ultimative Köchin. Raoul gibt sein Bestes. Unsere Katze will außerdem noch was zu futtern haben. Du kriegst erstmal das Deluxe-Futter. Ich hoffe, sie mag mich jetzt. Ja, durch ein Missvieh, was mich umbringen wollte. Besser Tauchplatz Nummer 2. Jeder Taucher, hier ist David City. Heute stellen wir euch das Hammerhai-Paradies in Costa Ricas Bajo Alcaune vor. Hammerhai sind auf der Insel Kokos zu finden und nur mit einem Lifeboard zu erreichen. Je nach Saison kann man auf Gruppen von über 100 Haien stoßen. Ich glaube nicht, dass man die unbedingt sehen will. Zumindest nicht von nah. So, Eye-Diver. Überlege ich gerade, was will ich zuerst aufwerten. Wenn ich nochmal das Teil hier aufwerte, habe ich keine Probleme mehr. Nee, mal gucken, kann ich die 400 überhaupt machen? Ja, wenn ich das Opal jetzt verkaufe, dann komme ich auf die 5500. Manchmal drückt er doppelt, warum auch immer. Nach Eye-Diver wollte ich. So. Ich finde, Frachtkiste ist damit dann erstmal genug ausgebaut und erstmal jetzt in Zukunft das andere Zeug. Ich kann es mir eh nicht leisten. So, habe ich irgendeins doppelt? Weißes, White, Dorniges, Igel. Dickbauch, Zwerg, Jajaka, Pazifisch, Langschnäuzig, Geflecktes. Das Jajaka habe ich doppelt. Dann nehme ich das Schlechtere
wenn ich kann, wieder raus. Ach, das bleibt jetzt wohl da drin. Okay, wenn ich neue Seepferdchen kriege, kommen die da rein. Welches ist denn jetzt, wenn ich jetzt die neuen dazu rechne, mein Bestes? Also, mein Bestes scheint mein Weißes zu sein. Auf Platz 2 das White, danach das Dornige und danach das Eagle. Alle anderen sind eher so, ich will halt hauptsächlich erstmal von jedem Typus einen haben, ne? Wisst ihr was? Komm, wir gönnen uns ein Rennen. Go, mein White Pferdchen! Du schaffst das! Okay, ich muss gedrückt halten. Es ist so gut. Das beste Seepferdchen aller Zeiten. Jo, das ist in den nächsten Platz auch direkt. Komm, mein Dorniges. Komm, Dorni. Du bist der Beste. Ich glaube an dich. Niemand kann's mit dir aufnehmen. Ja. Auch wenn es ein bisschen knapp war. Ab jetzt wird's wahrscheinlich erst schwer. Guck mal, es gibt immer eins offenbar mit und eins ohne Hindernisse bei den Stufen. Dieses kombiniert ist das mit den Hindernissen. Wollen wir auch mal ein Teamrennen machen? Obwohl, am besten, wenn alle in Höchstform sind. Ich hoffe im Übrigen, dass diese Unterwassermenschenwährung noch einen anderen Zweck erfüllt als hier im Beluga. So, wir bringen dir jetzt mal deine Medizin. Oh, das ist. Das ist Korallenbrei. Du solltest ihn essen und dich ausruhen. Wie kann ein Mensch unser Essen zubereiten? Stell ihn dorthin und geh. Ich muss überprüfen, ob er vergiftet ist. Was für ein unverschämter Seevolk-Angehöriger. Naja, was soll's. Geht's dir besser? Er ist zumindest dankbar für den Brei. Na, guck mal. Ich kann für die auch Bestellungen annehmen. 3 Seespinnen, 3 Schiffsbootschnecken. Und Beinknochen. Wie? Es gibt heute keine Gäste? Die Sache ist die. Es gab einen Seekassenden namens Tsuchi. Der belieferte unser Restaurant mit Seekass. Aber Tsuchi ist nicht wieder aufgetaucht. Wir haben also keine Zutat mehr und können keine Gäste annehmen. Oh nein, gibt es denn eine Möglichkeit, Tsuchi zu kontaktieren? Ich habe den Schlüssel. Zu Tsuchis Haus, aber ich kann das Restaurant nicht einfach verlassen. Bist du an den Schlüssel rangekommen? Ach, Tsuchi hat eine sehr große Schildkröte als Haustier. Ich habe sie ab und zu gefüttert. Dave, kannst du an meiner Stadt gehen? Oh, es muss hart sein, ein Restaurant nicht aufmachen zu können.
Ich werde es versuchen. Kannst du mir sagen, wo ich hin muss? Ja, es ist irgendwie schwer zu erklären, weil sich das Gelände permanent verändert. Diese Schildkröte frisst so viele Quallen. Vielleicht gibt es Spuren in der Nähe. Seltsam. Ich versuche mich mal umzuschauen. So, den Beluga brauche ich nicht rufen, ich will ja eh da oben hin. Großen Bogen um den Spiegel machen. Haben schon einmal gefehlt. Das muss kein zweites Mal passieren. So, da sind wir wieder, Tintin. Oh, du bist zurück, Mensch. Die verlassene Höhle ist ein altes verlassenes Lager des Seevolks. Der Schlüssel zur Gletscherpassage ist dort. Zu warm wird dich führen. Viel Glück. Oh, ich dachte, du seist geflohen, Mensch. Zu warm der beste Krieger des Seevolks wird dich dorthin führen. Folge mir. Ich denke immer noch die größte Lusche. Aber wenn du meinst... Hier, Mensch. Geh und bring mir den Schlüssel zur Gletscherpassage. So trist und dunkel. Warum ist dieser Ort überhaupt verschlossen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe allerdings Geschichten über ein paar verrückte Seevolkbewohner gehört, die irgendwo eingesperrt sind. Ich habe gehört, dass die verrückten andere Seevolkbewohner angegriffen haben. Aber das ist etwa 1000 Jahre her. Die Seevolkbewohner werden nur etwa 300 Jahre alt, also keine Sorge. Ich bin nervös. Kommst du mit mir? Ich bin der beste Krieger meines Volkes. Du willst, dass ich eine so banale Aufgabe erledige? Ich bleibe hier und beschütze das Umfeld. Beeil dich und bring mir den Schlüssel. Ich wusste, du würdest nicht reingehen. Er ist in einem der tiefsten Bereiche versteckt. Suche einen Raum mit einem Wandbild. Gib Bescheid, wenn du fertig bist, Mensch. Du Flasche. Ach, ich hätte Ellie mal anrufen müssen. Ich kann da gar nicht rein. Was muss ich denn tun? Bist du bereit zum Eintreten? Ach, ich muss nur mit ihm reden. Bereit. Will ich da rein? 340 Meter ist meine Grenze, ne? Oh, es ist kalt. Der Schlüssel könnte tief im Inneren liegen. Ein Raum mit einem Bandbild, wenn ich mich richtig erinnere. Finde den Gletscherpassage-Schlüssel. Geld wird mitgenommen. Was für ein süßer Bartfisch. Er muss durch diesen kleinen Spalt gekommen sein. Ich glaube, die sind irgendwie mutiert. Heiliger Pimpern, was ist das? Das antike Seevolk, von dem Sufam sprach? Die sind immer noch am Leben. Zum Glück sind sie noch in den Zellen eingesperrt. Ich sollte nicht ihre Aufmerksamkeit erregen. Ich kann da nicht durchschießen. Hallo? Wie geht's denn so? Irgendwas passiert doch, dass die freikommen und dann muss ich gegen die kämpfen. 100 pro. Ich hoffe nur, dass mein Anzug gut genug ist. Das ist das Wandbild. Das muss der Raum sein, von dem zu warm sprach. Und in dem sich der Feind befindet. Aber wo ist der Schlüssel? Dieses Bild scheint etwas anzudeuten. Ich verstehe sogar instant, was es andeutet.
ja eigentlich auch recht einfach zu verstehen. Kann ich die da ein bisschen schieben? Ja, die müssen auch richtig drauf sein, dann leuchten die. Das war einfach. Ich glaube, das ist der Schlüssel, oder? Oh, der Apparat. Das muss der Schlüssel zur Gletscherpassage sein. Das ist ein gruseliger Ort. Ich nehme besser den Schlüssel und gehe schnell. Endlich zahlt es sich aus, dieses Artefaktjagd-Abenteuerspiel gespielt zu haben. Der Film war aber nicht so gut. Soll ich jetzt zum Seevolkdorf zurückkehren? Ich wusste es. Oh nein, noch ein Erdbeben. Ich habe etwas bröckeln hören. Oh oh. Die Frage ist, wie heftig sind diese Typen? Will ich mich überhaupt mit denen anlegen? Nein, der Ausgang ist blockiert. Und jetzt sind die Seeungeheuer herausgekommen. Ich muss ihn ausweichen, ohne erwischt zu werden. Gadon ist der Name des uralten Seevolks, das aus unbekannten Gründen mutiert ist. Es kann nicht mit Schusswaffen oder Messern getötet werden. Flieh aus der Höhle, ohne erwischt zu werden. Okay, diese Viecher können mich killen, ohne dass ich was machen kann. Das heißt, wir haben jetzt ein Schleichspiel. Ich wusste doch, dass sie freikommen. Es wäre doch zu einfach gewesen. Wie schaffe ich, dass der weggeht? Ich glaube nicht, dass ich hier durch kann. Was ist, wenn ich mich hinter den Steinstatuen dort drüben verstecke? Da sollte ich unbemerkt bleiben. Verstecke dich hinter einer Steinstatue, um nicht von den Gardonen gesehen zu werden. Werden nutzt die Steinstatue, wenn du in Gefahr bist. Okay. Du siehst mich nicht. Ich will gar nicht herausfinden, wie sehr du mich zerlegst. Ich warte mal, bis du wieder nach links abziehst. Dieser Zubam wäre aufgeschmissen gewesen, definitiv. Ach komm. Habe ich das uralte Feinsystem aus Versehen getriggert? Da ist Luft. Ich wollte gerade fragen, kann ich mich hier zwischenstellen? Dachte ich mir doch, dass es da nicht weitergeht. Ach komm. Oh, Geld. Oh, Scheiße. Los weg. Da ist keiner mehr. Oh,
Ha, ich wusste, dass du nicht auf mich warten würde. Wie auch immer, ich habe die Schüssel. Jetzt will ich zurück. Was ist jetzt schon wieder los? Ach, nö, nicht der schon wieder. Moment! Du raubst mir jetzt auch noch Geld aus, als ob die Zerstörung der Umwelt nicht schon genug wäre. Was? Das ist die Höhle des Seefolks. Sei leise! Wer dem großen Meer Schaden zukommt, ist mit Seeblut zu tun. Und meinem John Watson Zorn. Erlebe meine umweltfreundliche Seeblut-Rüstung RX-93 und ihre Kraft. Du Pfosten! Du bist eine Umweltkatastrophe. Du wirst jetzt dafür bezahlen. Du hast das gesprengt! Keine noch so großen Worte können diesen dickschädeligen Mistkerl retten. Der Anzug sieht sehr robust aus. Keine Kugel würde ihn durchdringen. Aber wahrscheinlich. Oh, die Granaten werden langsamer. Wenn ich sie nur auf ihn richten könnte, das habe ich mir instant gedacht, dass ich mit seinen eigenen Granaten attackieren muss. Gibt es etwas, das die Granaten ablenken kann? Einfach mal öffnen. Oder ich soll die zurückschlagen mit dem Baseballschläger. Schluck deine eigene Granate. Nicht einfach meine Rüstung. Kann die Feuerkraft meines Hyperblasters aufhalten. Das war ein netter Trick, aber damit ist der Schluss. Ich warte mal, bis ich unter 50 bin. Komm! Ich glaube, er ist wütend. Oh shit. Zum Glück kann man ihn echt leicht ausweichen. Okay, man muss sie aus der Nähe zurückprügeln. Ich nehme mir das jetzt sicherheitshalber mal. Ja genau, verkloppt den Boden. Das halte ich für eine gute Idee. Da ist sogar noch mal Luft zur Not. Kann ich die auch zurückprügeln? Kann ich. Als ob das zu tief war. Komm, schmeiß den in die Granatus. Schluck. Ist so easy. Grrr. Meine umweltfreundliche Seeblue-Rüstung RX-93 ist. Ich kann dir nicht verzeihen, dass du die Natur zerstörst. Beobachte dich. Das ist so ein Horst. Du bist hartnäckig.
Er trug eine Hightech-Tauchausrüstung. Soll ich die zu Cobra bringen? Er könnte nützliche Teile darin finden. Wenn sie hier liegt, nehme ich sie gerne. Ich sehe einen Haufen komplexer mechanischer Teile. Ich sollte ein paar Proben mitnehmen. Es ist Zeit, den Schlüssel zur Gletscherpassage an Tension zu übergeben. Ich habe nicht mal eine Wahl. Oh, du hast wirklich den Schlüssel zur Gletscherpassage gebracht. Suwam hat mir gesagt, dass er das Gebiet geräumt hat und der Schlüssel nun abgeholt werden kann. Aber ich nehme an, dass es dich einige Zeit gekostet hat. Ich wurde fast von fiesen Seeungeiern gefressen. Sagst du etwa, du hast die Gardons gesehen? Die sind noch am Leben? Gardons? Das ist die dunkle Geschichte des Seevolks. Willst du sie hören? Ich habe eine kurze Version und eine lange Version. Welche willst du hören? Ach komm, nehme die lange und ich pack mich aus dem Bild. Gut, ich werde dir die Geschichte der Gardons erzählen, okay? Vor 800 Jahren befanden sich die Gardons auf dem Höhepunkt ihrer Zivilisation. Unsere Vorfahren besaßen Geräte, die technologisch fortgeschrittener waren als die der Menschen der früheren Zeiten. Sie lebten in Frieden und Wohlstand und nutzten diese Technologien. Es war alles möglich dank der Frucht des göttlichen Baumes. Diese Früchte lieferten gerade genug Temperatur und Energie und sie hielten sehr lange. Die Früchte wachsen nur in der Tiefsee und sie waren wie ein Segen für unsere Vorfahren. Aber... es gibt immer solche, die von Gier geblendet sind. Dasche, einer der leitenden Techniker, wollte die Kräfte der Früchte nicht nur für banale Zwecke einsetzen. Er verarbeitete die Früchte heimlich und nutzte sie, um die Anatomie der Seevölkerbewohner zu verändern. Er hat die Körper deiner Vorfahren verändert? Ja, alles am Anfang lief alles gut. Entschuldigung. Die modifizierten Bewohner zeigten viel mehr Stärke als die normalen Seevölkerbewohner. Aber Darsche gab sich nicht damit zufrieden, die Früchte zu modifizieren. Er wollte noch weitergehen und die Energie direkt aus den Früchten des göttlichen Baums gewinnen. Also ist er für diesen Scheiß verantwortlich. Zu diesem Zweck begann er die gewonnene Energie ein uraltes Geschöpf namens Yavi zu leiten. Nun, ich verstehe nicht alles, aber es klingt auf jeden Fall gefährlich. Wusste König Long davon? Zu dieser Zeit war König Long damit beschäftigt, den Kontrollraum zu bauen, um eine ständige Versorgung mit Ressourcen des Baums zu gewährleisten. Er war verwundert über die steigende Leistung der Arbeiter, hatte aber keine Ahnung, was los war. Dann eines Tages. Begannen die Körper derjenigen, die von der Energie des Baums durchdrungen wurden, seltsame Veränderungen zu zeigen. Ihr Körper wurde blass und ihre Gliedmaßen vertreten sich. Sie wurden so gewalttätig, dass sie begannen, andere Bewohner des Seevolks anzugreifen. Das sind also die Monster, denen ich vorhin begegnet bin. Zu unserem Glück hassten die Mutanten das Licht, sodass sie sich nicht in der Nähe des Dorfes kommen. König Long selbst ging in den Kontrollraum, fingen die Gardons und sperrte sie in die verlassene Höhle. Als König Long sie bekämpfte, erlitt er tödliche Wunden und starb später. Aber das war vor etwa 800 Jahren und ich wusste nicht einmal, dass die Gardons noch am Leben sind. Das bedeutet vielleicht, einige von ihnen durchstreifen noch immer die Gletscherpassage. Und du erwartest, dass ich da hingehe? Ich flehe dich an. Das Seevolk ist durch seinen Lebensstil als Viehzüchter geschwächt worden. Moment, bist du der Einzige, den wir kennen, der uns helfen kann, die Ursache für das Erdbeben und den Temperaturanstieg im Gletscherbereich zu finden? Okay, in Ordnung. Danke, menschlicher Bruder. Oh, und nimm das. Es ist mein Geschenk für dich. Hier, nimm diese Seevolk-Halskette. Trage sie und die Rohrwürmer in der Tiefsee verschwinden wieder. Du weißt, diese komischen Würmer, die wie Stöcke aussehen. Das wär's für jetzt. Du musst müde sein. Ruh dich gut aus und komm morgen zu mir. Ich werde zusammen sagen, dass er dich zum Eingang der Gletscherpassage führen soll. Ah, okay, das ist praktisch, wenn ich hier unten unterwegs bin. Dann gehen mir diese Würmchen nicht auf den Keks.
Na gut, ansonsten haben wir hier im Seevolk-Dorf jetzt nichts zu tun, ne? Und ich habe mich erstmal ins Bild wieder zurückzupacken. Vermisst ja dieses wunderschöne Gesicht. Du Scheißkerl, ne? Hm. Das ist keine Hilfe. Dank für deinen nützlichen Rat, da wäre ich auch selber drauf gekommen. Ach ja, hier muss ich ja das Teil bringen. Oh meine Güte, Mensch, das ist es. Dank dir wird unsere Hochzeit ohne größere Probleme ablaufen können. Gern geschehen. Mensch, oder sollte ich sagen, Dave? Wenn du bei unserer Hochzeit vorbeikommst, könntest du dich ein bisschen mit den Dorfbewohnern vertraut machen. Eine Hochzeit des Seevolks? Hm, klingt interessant. Oh, bin ich dabei? Da sind wir, Dave. Wow, ganz anders als eine Hochzeit zwischen Menschen. Ja, ist das so? Du kannst dich erst einmal im Hintergrund halten. Wir fangen bald an. Ein schlechtes Zeichen. Oh nein, noch ein Erdbeben. König Longs Arm. Ich weiß schon, was meine nächste Aufgabe ist. Meine Güte, König Long. Das ist furchtbar. Das ist eine wirklich alte Statue. Wir haben in unserem Dorf leider keine Werkzeuge, um sie zu reparieren. Meine Güte, das ist nicht gut. Ist das ein Vorzeichen einer nahen Katastrophe? Hey, Moment, beruhige dich erst einmal. Vielleicht hat Cobra ja etwas Nützliches. Ich werde nachsehen, ob ich an der Oberfläche was brauche, was auftreiben kann. Warte nur ein bisschen. Oh, Dave, bitte bring uns etwas, das uns helfen wird. König Schlange, wir brauchen deinen Schutz. Mann, das Erdbeben hat die Hochzeit ruiniert. So, was muss ich nochmal sammeln? Zwei Schiffsbootschnecken, drei Seespinnen und Tierknochen. Was ich hätte sowieso sammeln müssen. Oh, ich kann den Beluga nicht rufen. Warum wird hier eigentlich meine Luft aufgefüllt? Das verstehe ich immer noch nicht so ganz. Nutz es doch! Den nutzt es aus welchen Gründen auch immer nicht. Nutzt, glaube ich, gerade generell nicht meine L2-Taste. Nee, der boostet gerade bei mir generell nicht. Das muss ich nicht verstehen, ne? Warum er die Taste jetzt nicht nimmt. Müsste an der UV-Lampe testen, ob meine Taste eventuell kaputt ist. Oder ob ich gerade einfach nur einen Bug habe. Der 2 geht. Jetzt geht auch wieder der Booster. Ich wiederhole, ich muss nicht verstehen, warum die Taste gerade nicht wollte, ne? Oh, guck mal, ein weiteres neues Seepferdchen. Du bist echt leicht zu bekämpfen. Oh, das war das erste Mal, dass ich einen Giftstachel bekommen habe. Oh, ein
ein Qualmfragment. Hm. Vielleicht ist er ein Überbleibsel von dem, was die Schildkröte oder das Seegrashalm das gefressen hat. Folgen wir ihm. Okay, aber ich will, wie gesagt, vorher einmal ganz kurz die Spitzhacke holen. Aber da haben wir so eine Richtungsanweisung. Tatsächlich, das ist sein Haus gewesen. Oh, das muss das Haus des Seegrassammlers sein. Ich höre etwas von drin. Soll ich die Tür öffnen und reingehen? Natürlich. Wofür sind wir denn sonst hier? Ach, guck mal, hier wäre noch eine andere Spur gewesen. Stimmt ja, es ging von oben aus hier hin. Zu neuer Region. Oh, bitte hilf mir. Donna könnte etwas merkwürdig gegessen haben. Sie dreht durch. Die Qualen verschlungen, mit ihr stimmt irgendwas nicht. Oh, Mensch. Ich denke, jetzt ist nicht der richtige Augenblick für ein Urteil. Bitte hilf mir. Was soll ich tun? Ich muss sie einfangen und versuchen, sie zu beruhigen. Mit dem Netz? Oder womit soll ich die beruhigen? Ich verliere zumindest keine Ausdauer. Ich glaube echt irgendwie mit dem Netz. Oder kann ich was mit der machen? Ich kann sie packen. Ah, sie hat eine Papiertüte verschluckt. Oh, das muss den Menschen gehören. Das ist eine Plastiktüte. Wer würde so etwas ins Meer werfen? Die hat das wahrscheinlich mit einer Qualle verwechselt. Danke, Mensch. Jetzt kann ich wieder mit Donner Seegras sammeln. Oh, was für eine Leistung. Fast an einer Plastiktüte steckt das doch knapp. Wie auch immer. Gib diese Nachricht unbedingt an die Menschen weiter. Sag ihnen, dass sie solche Dinge auf keinen Fall ins Meer werfen sollen. Dass sie fischen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, ist verständlich. Aber ich verstehe nicht, warum sie solche Sachen wegwerfen müssen. Wenn sie wieder mal so furchtbare Dinge wegschmeißen, gebe ich ihnen eine Kostprobe von meinem Halbmondtritt. Vollkommen verständlich. Bring mir den bei. Nun ist die Dose für alles erledigt. Ich muss später noch im Mimas Restaurant vorbeischauen. Nun, die gute Nachricht ist, dass Thomas sich beruhigt hat. Sie hat einen ordentlichen Appetit. Ja, bist eine feine Schildkröte. Die Schildkröte habe ich gern geholfen. Aber unverantwortlich sowas, ne? Dass Menschen ihr Müll halt einfach ins Meer werfen. Oh, danke dir, Dave. Kann ich das Restaurant wieder öffnen? Das sieht super aus. Ich will das nicht eine Begleichung von Schulden nennen. Aber ich habe daran gedacht, Essen anzurichten, dass Menschen essen können. Wirklich, Mima? Hey, ich bin eine bessere Köchin als jeder andere Seevolk-Angehörige. Ich bin sicher, dass mein Essen sogar Menschen überraschen wird. Ich meine, ich muss experimentieren. Sag dir Bescheid, wenn ich fertig ist. Freu dich drauf. Ja, ich werde der Erste sein, der es probiert. So, komm her, mein Hoscher. Hier können wir noch was abgeben. So, die Schiffsbootschnecken haben wir abgeliefert. Der Beinknochen fehlt uns wie immer. So, wir müssen unsere neuen Seepferdchen abgeben. Die White Seepferdchen, die sind irre gut. Gefütterte hatte ich noch nicht. Das Gefleckte habe ich aber schon. Aber es ist ein besseres Geflecktes. Ach komm, das auch mit ins Team. Machen wir jetzt mal ein Teamrennen. Wir haben ja jetzt mehr von diesen Whites. Und das Gefütterte, das hat sogar einen Bonus.
Du kommst ins Team. Du kommst ins Team. Und du darfst auch. So, Teamrennen. Komm! Gib Gas! Du bist das beste Seepferdchen der Welt! Gib Gas! Oh, Staffellauf, jetzt der nächste. Oh, ich musste noch eine andere Taste drücken. Darauf war ich nicht vorbereitet. Ah, guck mal, wie es abgeht. Es geht ab wie ein Zäpfchen. Vielleicht sollten wir aufhören, unseren Seepferdchen Steroide zu geben. Schaut mal, wie die Gas geben. Es geht perfekt. Ich habe perfekt geschafft. Danach habe ich reingeschissen. Komm, gib Gas, Dickerchen. Gib Gas. Wollt noch mal ein bisschen flexen am Ende. Ihr habt euer Bestes gegeben. Ich bin stolz auf euch. Na dann, gehen wir wieder zurück. Hm? Ein Steinhaufmittel, das man auch unter Wasser benutzen kann? Mal sehen. Oh gut, es war dort in der Ecke. Das ist das Richtige. Ich sollte zurück zu dem Dorf des Seevolks. Dort werde ich den Arm der König-Long-Statue wieder an seinen Platz befestigen. Ich habe viel mitgebracht. Darfst mir den einmal mitgeben. Jetzt darfst du ihn mir mitgeben. So, wartet. Ellie müssen wir anrufen. Ich vergesse es nicht. Die Frau, die mich nicht leiten kann. Hm, was passiert hier? Ein Buckeweiß ist im blauen Loch aufgetaucht. Ich glaube, er will etwas mitteilen. Ich habe seine Schreie aufgezeichnet. Hör mal. Er klingt, als suche er nach seinem Kind. Kind? Ja, sein Kind muss sich hier irgendwo verirrt haben. Willst du mir helfen? Falls er Schreien des jungen Wals hören sollte, kannst du mir dann Bescheid geben? Hm, ja klar, ich könnte das einfach nicht einfach ignorieren. Okay, ich werde mich umhören. Wir helfen diesem Wal, wenn es das Letzte ist, was wir tun. Am Grund fehlen auch nicht mehr viele Viecher. Im Gletscherbereich gibt es offenbar jemanden von diesen Seepferdchen. Zwei sogar. Bei 50 bis 130 haben wir offenbar zwei noch nicht gefunden. Und bei der Stalaktitenhöhle war ich dort überhaupt schon. Da fehlt auch noch was. Erstmal mit neuer Deko hier. Hier, kaufen wir doch mal einen Bonsai. Mich verwirrt das nur wieder. Ich habe meinen ersten Element gekauft. Seebaby? Delfin! Hallo. Oh, der Amazonas-Delfin von vorhin. Was, wenn er von Wildern gefangen wird, wenn er hier so rumschwimmt?
wie seine Existenz bekannt machen, dann würde es dem Wilderen viel schwerer fallen, ihn zu jagen. Ja, genau. Sollte ihn fotografieren und ihn über ihn in der Fisch der Woche berichten. Neue Aufnahme, wir brauchen was Herzförmiges. Ach komm. Bevor der weg ist. Nee, mein Freund. Ich höre einen Wal. Hm? Ist das vielleicht dieses Geräusch? Ja, das ist das Geräusch eines Babybuckewals. Schau dich bitte hier um. Hier muss irgendwo ein Walkalb sein. Gut, dass ich oben eingestiegen bin. Ich glaube, da unten ist auch so ein Indikator, in welche Richtung. Und ich habe so eine Vermutung, wo der feststeckt. Da, wo dieses Boot ist, der steckt wahrscheinlich in dem Bereich da drunter fest. Komm sofort. Papa kommt dich retten. Oh, die Schreie kommen von hinter dem Felshaufen. Diese Steine müsste ich erst aus dem Weg räumen, bevor ich hineinkomme. Keine Sorge, ich komme und rette dich. Du bist frei. Okay, jetzt sind alle weggeräumt. Dann gehe ich mal hinein. Okay, das heben wir uns noch ein bisschen auf, weil danach bin ich verdammt dazu, nach oben zu gehen. Ich will erst noch ein bisschen was sammeln. Gut, dass er mir das angesagt hat. Die Höhle des Walkalbs. Wow, hier ist ein Walkalb im Inneren. Es scheint verängstigt zu sein. Sollte ich es beruhigen? Alles wird gut. Das mochte es nicht. Ich glaube, es ist immer noch etwas ängstlich. Vielleicht sollte ich es etwas streicheln. Ich glaube, es fängt an, mich zu mögen. Ich glaube, es ist jetzt weniger verängstigt. Ich sollte es noch etwas streicheln. Alles wird gut. Alles wird gut, Willi. Hat es vielleicht eine Lieblingsstelle? Jetzt scheint es wieder Mut gefasst zu haben. Wir werden an eine hellere Stelle gehen. Sollte seine Mutter uns besser finden können, oder? Ich muss vorsichtig sein, wenn ich es wieder nach oben bringe. Okay, ich beschütze jetzt so gesehen den Wal. Das Gute ist, in der Richtung habe ich eigentlich alles umgebracht, was fies sein kann. Ah, da sind aggressive Barracudas im Weg. Um die muss ich mich erst kümmern, damit das Walkalb mir folgt. Warte mal. Jetzt ist alles sicher. Ich sollte das Walkalb wieder mitnehmen. Aber erstmal muss ich den da wegschmeißen. Ja, Kampf war richtige Intention. Es wird wahrscheinlich nicht der einzige Schwarm sein, der mich angreift. Oh nein, hier ist alles voller Feuerfische. Das Walkalb ist noch etwas verängstigt, daher muss ich die erst aus dem Weg räumen.
kann ich aber one-hitten, oder nicht? Am besten, ich komme so von der oberen Richtung. Oh, hoffentlich reicht das jetzt. Dann versuche ich mal wieder es zurück Richtung Oberfläche zu bringen. Ein bisschen habe ich was abbekommen. Aber Hauptsache dem Ball geht's gut. Da kommt bestimmt noch mal irgendwas Fieses. Den Barracuda wollte ich nicht wegschmeißen. Das ist dieses Doppeldrücken, was sich ab und zu einfach so aktiviert. Das war irgendwie klar. Oh, da oben ist ein Weißspitzenriffhai. Wenn ich den Hai nicht besiege, wird mir das Kalb nicht folgen. Heute sind aber eine Menge aggressive Fische. Wir sind fast an der Meeresoberfläche angekommen. Wir müssen nur noch etwas höher. Den nehme ich mit. Ich habe dich wieder nach Hause gebracht. Mama kommt gleich. Oh, das war gefährlich. Wie sieht es sicher aus? Warte hier eine Weile, um deine Mutter sollte auftauchen. Oh, Kacke. Oh, hey, was soll ich tun? Jetzt kommt Mama. Da kam Mama. Ich glaube, das soll Danke heißen. Gern geschehen. Wow, ganz schön riesig. Das ist die Liebe einer Mutter zu ihrem Kind. Alle Tiere sind in dieser Hinsicht gleich. Ich sollte später meiner Mutter mal wieder schreiben. Kriege ich auch irgendwas dafür? Offenbar nicht. Aber Ellie ruft an. Hm, ich verstehe. Gut, dass du es wieder zu seiner Mutter gebracht hast. Es war nicht einfach. Es war total verängstigt. Vielleicht mochte es dich einfach nicht. Ich finde, du könntest den Tieren ruhig mehr helfen und weniger jagen. Oh, guck mal. Hier ist mein kleiner Freund. Ich glaube, es sagt mir Danke. Das ist ein wunderschöner Anblick. Ich habe Poseidon bekommen dafür. Die landen auf dem Tisch. War kein neues drunter. Udo ruft mich an. Oh, du hast ein Foto von etwas mitgebracht, kann ich mal sehen? Wow, ein Amazonas-Delfin. So süß, den würde ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Nur Spaß. Toll, tauchen wir ihn Pinky und machen seine Existenz publik. Dann werden die Bilder nicht mehr so leichtes Spiel haben.
Ich werde ein Tor an prominenter Stelle platzieren. Unseren Lesern wird es bestimmt gefallen. 150 Gold, danke. Es gibt hier mehrere Fotopunkte, ja, danke. Ich dachte, unser Freund Cobra würde was zum Wal sagen. Hilfe! Wow, ein starkes Erdbeben so plötzlich? Die Erdbeben werden immer häufiger und stärker. Ich sollte mal nachsehen, ob Banjo Sushi in Ordnung ist. Ja, das sollten wir nachgucken. Ich hatte so die Hoffnung, dass er was sagen würde. Zu dem Ball, der gerade da war. Ach, das ist eine neue Farbe. Guck mal, jetzt haben wir einen Dreizack auf unserem Schiff. Nice. Aber ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Wir gucken beim nächsten Mal, ob bei Banjo Sushi irgendwas zu Bruch gegangen ist. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, bei YouTube ein Abo und ein Like da lassen. Auf Twitch ein Follow. Beides ist gegenseitig in der Beschreibung verlinkt. Und wie immer verabschiede ich mich bei YouTube als erstes an der Stelle. Euch noch einen schönen Tag.